So, Stardew Valley, der vorletzte Tag. Jetzt schauen wir mal. Habe ich jetzt eigentlich. Ach nee, ich wollte heute die Stahlachs wegbringen, ne? Ha! Dass ich auch Gold mache. Lass mal schauen, was macht denn das Wetter eigentlich? Clear and Sunny, ja. Ach so, er erzählt natürlich, jetzt erzählt er nämlich das hier. Clear and Sunny, perfect weather for the dance of the Moonlight Shellys, genau. Will take place on the beach, also morgen können wir vergessen, an den Strand zu gehen. Ja, sehr schön. Klasse. Ja. Da steht gar keine Post da, deswegen. Ach, die steht erst am nächsten. Oh! Ich brauche eine Kite. Ja, schade. Morgen tragen die Kartoffeln, glaube ich, nicht mehr. Hier haben wir noch Pfeffer. Der wird auch nichts mehr, dass der nochmal trägt. Oh ja, warum nicht? Hier haben wir noch ein bisschen von diesen Wildfrüchten. Auch geil. Vielleicht machen wir uns sogar gleich nochmal einen davon ein. Na, sag schon. Saatgut. Hey! Muss das Schwert rausnehmen, sonst mache ich hier die Sachen noch kaputt. Ey. Ja. Gut, das brauchen wir auch nicht mehr gießen oder irgendwas hier machen. Das ist natürlich Käse, da brauchen wir nichts machen. Ach ja, dann haben wir hier nochmal. Hier waren aber auch noch. Genau, hier ist auch noch Kaffee. So. Dann haben wir hier das. Ja, wie gesagt, es kommt hier einfach keine Wolle mehr raus. Das ist hinfällig. Das ist einfach scheiße. Eat a seaweed? Nee. Ich will den blöden Baum abernten. Danke. Und meine Katze muss ich kurz Herzchen hier. Und dann kriegst du gleich ein bisschen Wasser noch in ihren Trog rein. So, was haben wir noch? Ich glaube, heute gibt es keine Pilze. Oder gibt es heute Pilze? Nee, heute gibt es keine. Morgen wieder. Okay. Ja, dann kümmern wir uns mal gleich um die Viecher noch hier. Ob wir hier nochmal gießen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, doch. Doch, ich glaube schon, weil, ja, das war die Felder. Ja, ich gieße wahrscheinlich jeder jedes Feld, so intelligent wie ich bin hier. Zum Kotzen. Naja, egal. Was haben wir hier? Kaffee. So, das gehört hier nicht hin. Der Pfeffer schon. Ah ja, und das Obst auch. Oh, ist nicht gerade viel geworden von dem Pfirsich. Naja, nächstes Jahr. Da wirkt der gleich dann. Der Baum, wenn ich ihn nicht fälle, der stirbt ja nicht. Ja, heute muss ich unbedingt dann die Axt wegbringen. Ja. Fackeln kann ich ja nicht verkaufen. Brauche ich nicht. Tschüss. Können wir irgendwas reinballern? Natürlich. Brillen haben wir ohne Ende. Das haben wir ohne Ende. Ja, und dann machen wir halt. Keine Ahnung. Oh je. Sorry. Tja. Machen wir es so. Bam. Brille. Und dann haben wir hier das bescheuerte, vollgesogene Zeitungspapier. Und das können wir auch hier reinballern. So, haben wir jetzt genug Zeug, um hier nochmal Crafting des Summer Seeds zu machen? Tatsächlich. Könnten wir sogar nochmal. Und da hätten wir immer noch Sweet Pea übrig. Ja, komm, reicht doch. Oder? Nee, komm, 10 davon reichen. Die kommen dann wo rein? Überlege ich gerade. Ach ja, sind hier. Okay. Haben wir ein bisschen Summer Seeds. Ja gut, komm, machen wir mal so. Haben wir gleich beim nächsten Mal dann ein paar da. Können uns selber welche anpflanzen auch. Wächst aber halt auch nur im Sommer. Klar. Außer ich hätte das Gewächshaus. Vielleicht kriege ich es ja noch irgendwie hin. So. Jetzt. Huch. Oh, die Gysi. Und die Skype. Also die Sense. Weil hier ist Weizen fertig. So. Ja, dann gehe ich runter, mein ganzes Zeug gießen, gehe alles hier ein bisschen enden, kann ich mir eigentlich auch holen. Mensch, das muss ich unbedingt tun heute, ach du Scheiße. Ja, ich muss halt viel tun, muss ein bisschen Geld verdienen. Ja, da muss ich gießen alles und dann rühre ich mich wieder, dass wir das Video heute nicht ganz so lange machen. Viermal Heu, jawohl. Das tun wir jetzt hier rein. Ja, die Axt brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Dass wir das eben ganz voll machen hier. Und dann, oh. Oh, ein Ei weniger? Nee, warte mal. Ein graues, andere alle Ei. Passt schon. Ja, die ganzen Viecher hier schön betätscheln, damit sie auch bessere Eier legen. Gut, gut, bis später. Ja, das ist auch sowas. Das wird sich auch noch lohnen. Hier drin ist Weizen angepflanzt. Er muss doch eine ganz schöne Gießtour machen, ey. Oh, Mann. Hä? So, die Tour ist fast fertig. Wollen wir alle laut lachen? Ich habe doch so gesagt, ich kann ja heute noch Geld verdienen mit Fischen und so. Ne? Also habe ich mir so gedacht. Heute ist Samstag, ne? Billy ist hier. Ich kann heute überhaupt nichts verkaufen.
Gott, so viel dazu, heute gibt's keine Enten. Oh Mann, das wird alles sau knapp. Scheiße. Naja. Mal gucken. Oh, oh. Scheiße. Ich wollte nicht den Sound kaputt machen. Natürlich komme ich von hier aus nicht ran, ne? Passt das so? Ist das zu? Ja, schon, ne? Ja, das schon passt. Gut, ja, dumm gelaufen. Naja, da habe ich noch ein bisschen normales Kupfer geschmolzen. Ja, mal gucken, was wir da machen können. Dann muss ich das halt so machen, ohne, na, sag schon. Kommt hier ja eh nicht rein, das kommt, das muss ich mitnehmen, ja, das werde ich wegtun, ja, schön, oder pflanze ich eine an, die könnte auch noch anpflanzen, ui, oh ja, ich habe genug Hardwood, das passt schon, das mal gut sein jetzt, ja, dann gibt es heute wenigstens die Axt aufrüsten, ich hoffe, ich habe erstmal genug Holz, ja, geht schon, ja, ich habe sie eh im Herbst dann wieder, alles gut, machen wir so. Gut, bis später. Was hatte ich jetzt gerade vor? Ich wollte gerade irgendwas wegtun. Achso, das gehört rein. Ja, außerdem könnte ich noch meine Billigfische hier zu Sashimi verarbeiten. Ja, bis denn. Noch irgendwas? Nein, nicht hier. So, Abby ist auf 4 Herzchen jetzt auch. Was ich ja eigentlich erst mit Abby machen wollte, bevor ich überhaupt mit Maru das mache. So. Ja, dann müssen wir mal schauen, wenn es das nächste Mal regnet, ja, müssen wir uns genau umgucken. Wird cool. So. Gut, was hatte ich noch vor? Ach ja, Sam. Sam und Sebastian stehen gerade da unten rum, da könnten wir ihnen eigentlich mal schnell was bringen. Holzfällen wollte ich noch ein bisschen. Ja, da müsste ich endlich mal meine Felder gießen auch. Deswegen habe ich mir gerade so viel Sashimi aus dem ganzen Fisch noch gemacht, würde ich nicht brauchen. Ah, what a shit. Ja gut, das war sinnvoll. Die Summer Sprengel habe ich gedacht für Caroline, aber Caroline habe ich ja schon alles gegeben, was ich hier geben darf. Okay, das hat sich jetzt erledigt. Wir könnten ein bisschen was eigentlich von den Barren hier verkaufen, weil das sind 10.000-fach zu viel. So ein 4, na, heben wir mal so 209 oder so auf und die 8 Stück nehmen wir mit zum Schmied, die verkaufen wir ihm. Ansonsten die Geoden nehmen wir hier alle mit, die sind dann immer noch 2 mit, die Frozen nehmen wir noch, ja, da sind 10 übrig behalten mit, so, ja, von mir aus die Omni können wir auch noch mitnehmen, mal lassen wir auch noch aufmachen, ein paar, ja, und dann, glaube ich, gehen wir jetzt mal zum Schmied und werden erstmal die Geoden öffnen lassen, weil sonst geht es ja danach nicht mehr und dann werde ich ihm die Axt geben, habe ich hier Goldbarren dabei, der andere Goldbarren ist für Demetrius, jo, ich glaube, ansonsten war es das. Ja, die Thunfisch will ich warten, wie viel das bis heute Abend noch werden. Ach Mensch, Batterien kann ich auch verkaufen, nämlich auch viel zu viel. Komm, weg damit. Ist doch irgendwas wert. Ach ja, dann wollte ich gucken, ob vielleicht. Danach, ach, bin ich ja nicht dumm, jetzt war ich doch gerade da wegen Sam und Sebastian. Sebastian, großes Tier. Sam, Kaktus, ne? Oh, habe ich ja nicht gerade viel. Ja, nehmen wir die Silberne. So, also. Kaktusfrucht und Frozen Tier. So, los geht das. Wir verteilen wieder ein paar Geschenke. Ja, Abby, habe ich eben jetzt auf 4 Herzchen, dadurch, dass ich mit, ihr auch was gegeben habe. Was habe ich denn gegeben? Ja, natürlich ein Tschüss, Blödmann. Hier, Kaktus, bitte. Oh, yeah. Bitte. Kein Stress, Mann. Yeah. I really love this. Ja, wie habe ich das bloß gewusst? Wie sieht's denn aus? Emily könnte ich noch? Ach ja, die könnte ich sogar wirklich. Ich habe nämlich noch einen Smaragd da. Ja gut, dann verkaufen wir den nicht. Dann geben wir den Emily. Sebastian habe ich gegeben. Weiß habe ich gegeben. Penny habe ich sowieso gegeben. Sam habe ich voll gegeben. Jetzt Lea könnte ich noch einen Salat. Elliot könnte ich noch einen Lobster. Das machen wir dann später. Lea und Dingsbums. Den hatte ich gerade. Ach, Penny hatte ich im Kopf. Nein, nicht Penny. Emily, Mann. Oh, Idiot. Huch. Emily. Ich hab was für dich, du magst es. Ja, das ist Fabulous. Bitte, viel Spaß damit. Tussi. Die ist mir zu exzentrisch, der Elite. Ja, ui, ist die kaputt. Nein, ich bin
bin ja kaputt, aber die, ist, die schlägt einem fast den Boden aus. Die ist ja so bekloppt im Kopf. A little happy on the weekend. So, das ist klar. Weniger Arbeit, Mann. So, Schmied. Gibt's irgendjemanden, der mich noch den Diamanten vermachen könnte? George, ja gut, ist mir ähnlich exakt, bisschen egal, auf 3 Herzen, den habe ich den, der ist mir Wurst. Lea und Elliot, okay, aber die brauchen kein Dia. Alex, den versuch ich mal hinzugucken wegen der Algensuppe, genau. Caroline, Shane, die haben wir alle. Evelyn könnte den Dia gebrauchen, ja gut, komm, dann soll Evelyn den Dia kriegen. Ja, weil Krobus hat mir auch, nee, dann gut, dann soll Evelyn den Dia kriegen, okay. Dann geben wir ihr den nämlich auch noch ab. Es wird doch schon wieder so lang, das Video. Ja, ich denke mal, die Gießerei und Holzfällerei, was, das machen wir dann echt nimmer. Dann ist Schluss. George, mit George können wir zumindest labern. Servus, ist zwar eh nix. Ja, es ist nichts anderes als sonst auch, ne? Ja, ja, du bist ein alter Moosbüffel. Runter. Was ist denn jetzt wieder? Ah! Oh! Ist Sam so weit schon? Okay, ja dann. Hallo! Schöner Tag, ne? Ja, ach komm, warum nicht, klar. Spaß hat dein kleinen Bruder denn auch, ja? Ja. Ja, ich passe ein bisschen auf ihn auf, weil es ist gut für ihn, ein bisschen frische Luft zu schnappen an so einem schönen Tag. Ja, klar, warum nicht? Logisch. Ja, immer wenn es so schön sonnige Tage waren oder was, dann hat unser Dad, also unser Vater, uns, oder Papst, oder wie auch immer, was er sagen würde, hat uns dahin gebracht. Ja, toll. Wupp! Dad, dann hat er gehört, das Dad. Sam? Wird Dad irgendwann wieder nach Hause kommen? Natürlich! So schnell er kann. Ja, aber ich habe ein paar ältere Reden hören, die haben gesagt, alle unsere Truppen werden einfach abgemurkst. Also ungefähr, ja, werden in Stücke gefressen, wie auch immer. Ups. Nicht alles glauben, was man da hier so erzählt. Also es ist wohl irgendein kleiner Bürgerkrieg oder was weiß ich was für ein Scheißkrieg. Auf jeden Fall, ja, erinnerst du dich nicht, wie stark Vater ist? Der wird niemals irgendwie... da so behandeln lassen. Kein Stress machen und immer dran denken, Mom und ich sind hier, wenn du einsam bist. Na klar. Okay. Weiter spielen. Besser. Also wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht, ob irgendwann mein alter Mann, also mein Vater, jemals zurückkommt. Ich habe keinen Plan. Ja, und eben die Soldaten fallen zu Tausenden und ja, man hört es ja. Aber ich kann das doch nicht Vince erzählen, oder? Ja, Kinder sollten erstmal Hoffnung haben, zumindest im Alter von Vince noch was schon. Sie sollen auch noch an Weihnachtsmann glauben. Solange sie können, sollten sie ein bisschen Spaß haben. Genau. Hey, die Band nimmt langsam Gestalt an. Abigail ist a pretty good drummer. Ja. Und Sebastian will ihr sie wohl auf jeden Fall in der Band haben. No? Aber ich weiß trotzdem, wen sie heiern wird. Haha. So, wie sieht's denn hier aus? Magst du? Wieso ist das jetzt grün? Ach, sind das dann Sachen, die ich auch habe, oder was? Ja, warum ist das so, verstehe ich jetzt nicht. Warum da manches grau ist, manches so und manches grün. Also grün ist richtig gut schon, oder was? Das ist dann praktisch schon was er wirklich mag. Kann sein. Und die Love Gifts, dass eben was komplett nicht grau, sondern richtig dunkel ist, dass das dann das, was er absolut super geil findet. Kann schon sein. Ja, weißt du was? Du kriegst jetzt mal die Algensuppe. Viel Spaß. Cool, danke. Nee, das will ich dir nicht schenken. Ich möchte noch ein bisschen mit dir reden.
Ach ja, hat er. Ja, genau. Vorhin habe ich schon mal mit ihm geredet und da hat er nämlich ein Grillfest gerochen, also Barbecue. Hat er immer im Grill gerochen. Oh Mensch, ich habe keine Chance auf einen Burger, weil du halt so sportverträglich bist. Okay, von mir aus. Könnte sogar gereicht haben, ne? Alex? Nee, nicht. Shit. Na gut, Lea und Elliot noch, die mache ich jetzt noch fix. Ansonsten Vincent könnte ich, aber ist auch egal, machen wir im Herbst, wenn wir die Trauben sowieso anpflanzen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, eigentlich jetzt schon bei der Tageszusammenfassung. Den Rest brauchen wir jetzt nicht mehr alles noch einzeln aufnehmen und zeigen, das wird langsam nervig. Ja, also für euch auch. Wird zu krass, auch zu viel und was. Dauert halt Ewigkeiten. Deswegen lassen wir das jetzt. Oh! Die anderen, wie gesagt, die Barren verkaufe ich jetzt. Die anderen Sachen lasse ich im Schmied aufmachen. Das Ding habe ich gegeben. Einen habe ich jetzt noch zu verkaufen. Mal gucken, was noch rauskommt, wenn ich die Dinger aufmachen lasse. Dann habe ich hier noch irgendwo Salat. Jawohl, den nehme ich jetzt noch mit. Und dann nehme ich noch mit, hier, Lobster. So. Ach so, vor Zähne. Also muss ich sowieso die Zeit weiterlaufen lassen. Ja, so lange können wir vielleicht, was haben wir denn so lang? Ach ja, zum Schmied, natürlich. Also lassen wir die Zeit mal weiterlaufen und gehen so lang zum Schmied. Gut, bis heute Abend bei der Tageszusammenfassung. Dass das Video nicht wieder wenigstens eine halbe Stunde wird, das wäre schon geil. Das letzte war wieder 35 Minuten oder so. Bis dann. Also den typischen Matze-Idioten muss ich euch ja gerade nochmal erzählen, bevor ich jetzt hier noch alles gieße und mein Silo wieder auffülle. Ich wollte Holz fällen. Ich habe gerade die Axt weg. Er soll ja aufrüsten. Wie soll ich Holz fällen? Depp. Geil. Naja, gut, was soll's. Hey. Hier will ich die haben. Mein Silo sind leer. Ah ne, jetzt nicht mehr. Schon wieder voll. Okay, gut. Na, dann holen wir uns die letzten noch. Die konnte ich vorher nicht mitnehmen, weil die jetzt wieder andere Farben sind. Und ja, ein Sinoga mit diesem Summer Spangle. Die gibt es einfach in zu vielen verschiedenen Farben. Ja, der Rest, der, ich weiß gar nicht, vielleicht gieße ich das alles gar nicht. Nur das, was ich wirklich brauche, weil, das würde alles nicht mehr tragen. Das würde so oder so kaputt gehen. Also scheiß drauf. Das Einzige, was ich nochmal gießen muss, ist der Hot Pepper da drüben. Der hier, weil der trägt morgen noch mal. Was mit den Blaubeeren, die tragen auch nicht mehr, ne? Too late, ja. So, schade. Naja, also brauchen wir auch nicht mehr gießen. Die Tomaten? Too late. Brauchen wir auch nicht mehr gießen. Entfällt alles. Naja, gut, okay dann. Passt schon. Also müssen wir das hier alles gießen. Natürlich den Weizen. Ja. Den Hopfen können wir nochmal, weil der trägt morgen auch nochmal. Und den Rest können wir alles gehen lassen. Okay. Ja, aber so viel zum Thema. Wir fällen Holz heute. Bis später bei der Tageszusammenfassung. Doof. Echt doof. Ist das wieder. Sam hat mir was erzählt. Er wollte irgendwas tun. Er hat es aber gerade vergessen und ja, das passiert mir so oft. Ich glaube, wir haben viele Gemeinsamkeiten. Scheiße. Hey, der sagt schon was anderes. Muss ich auch noch kurz zeigen. Sehr wurscht. Er ist überrascht, dass ich immer noch versuche, mit ihm zu reden oder irgendwie mich wieder anzufreunden. War er noch nicht bösartig genug oder was? Blöd, Mann. Wieso kommst du eigentlich jetzt erst? Ach ja, Samstag. Ich glaube, Samstag musst du nicht arbeiten. Einkaufen. Na, ich weiß nicht, was du vorhast, aber okay. Ach ja, genau. Sie hat sich. Das ist auch der zweite, eigentlich die Fortsetzung schon. Die hat sich gefragt, ob sie das alleine ist oder ob Abby vielleicht wirklich ein bisschen blass aussieht. Ja, aber vielleicht mache ich mir einfach zu viel Sorgen um sie. Ja, ja, kann schon sein. Ach ja, und das ist auch seine Fortsetzung. Er hat nämlich eigentlich gemeint, die Leute sehen am Wochenende glücklicher aus, aber sein Job ist eben 7 Tage die Woche. Nicht wirklich. Aber naja. Ja, und hier, der habe ich das Ding gegeben, deswegen habe ich sie sehr glücklich gemacht. Ja, und ich soll draußen aufpassen, ich könnte mich ja verbrennen. Okay, gut, gut. Servus, was mit dir? Ach, du kommst gerade vom Strand zurück. Farming sounds so boring. What do you even do all day? Care for plants. Sounds like a lot of work. Ja, nichts für dich, ist mir schon klar. Tussi. Das ist jetzt fast letzte Möglichkeit, Eis zu kaufen.
250, die Hälfte davon. 2500. Ja, 5 müssten noch gehen, oder? Ich möchte bei 5000 gern. Ah, okay, gut. Was? Alles gut. Bis später. Gebe ich jetzt Demetrius noch sein Eis? Ja, ich glaube, das bringt sogar auch was. Ich glaube, Louis habe ich gemacht, oder? Wo ist er denn? Da. Ja, ja, passt schon. Ich habe fast jeden diesmal versorgt. Ja, George nicht, okay, scheißegal. Willi nicht, wurscht. Der Demetrius überhaupt nicht. Ja, könnte man machen. So, jetzt aber wirklich bis zur Tageszusammenfassung. Das ist ja eh schon wieder viel zu lang, dieses blöde Video, Mensch. Idiot. Da weiß ich nicht mehr, was die vorher gesagt hat. So, jetzt war ich gerade nochmal oben beim Linus und so. Ich habe gedacht, da kommt vielleicht schon was sag schon. Um 9, aber um 9 war da jetzt nichts. So, die Türen sind zu, bei den Viechern. Ist alles verkauft, was wir verkaufen wollen. Gehen wir schlafen. Morgen ist der letzte dieses Sommers. So. Ja gut, es gibt auf jeden Fall gut Geld. Das heißt, ich kann mir heute endlich Enten kaufen. Also am 28. des Sommers. Dann wird es auch endlich Zeit, ey. Fischen gab auch genug. Ja, hat schon gefetzt. Gut. Okay. Weil Enten sind, glaube ich, relativ teuer. Na, Ziegen sind noch teurer, aber egal. Gut. Dann, oh, fetzt. War's schon. Haben wir genug. Plus. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Part, wo man das letzte Mal solche Musik hören kann. Danach wird die Musik anders. Depressiver, melancholischer. Ach, ich find's ganz witzig. Die Herbstmusik passt schon. Ja, ja. Gut, gut. Bis denn.